Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Und ich freue mich natürlich, wieder mal ein neues Video machen zu dürfen. Zwar ist es heute wieder mal was ganz anderes, weil Daniel nicht dabei ist. Der Gammler sitzt noch irgendwo in der schönen, in der Sonne und genießt es wahrscheinlich im Urlaub. Und ich sitze hier mal wieder in Deutschland bei sehr grauenhaften Wetterbedingungen. Naja. Nichtsdestotrotz habe ich mitbekommen, oder was heißt mitbekommen, habe ich jetzt gerade meinen PC mal hochgefahren und habe herausgefunden, dass es ein neues Update gab. Und habe mir gedacht, ich mache einfach mal eine kleine Update-Folge. Keine Sorge, es werden auf jeden Fall mehr Videos folgen. Ich habe mir einfach gedacht, zum Einstieg mache ich mal so ein kleines, ja, Let's Show oder ich weiß ja selber noch nicht, was es Neues gibt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal reinschauen. Was mir jetzt noch so beim Start eingefallen ist, Amelia hat irgendwie ein neues Gesicht, kann das sein? Jedenfalls kommt es mir so vor. Und genau, also ich finde Amelia ist einfach nur scheiße. Also das mit den Waffen haben sie ja schön gelöst, dass sie da diese, ja, Effekte eingebaut haben, aber der Charakter sieht ja echt kacke aus. Genau, und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal die ganzen neuen Sachen an. Ich weiß echt nicht, was es Neues gibt, deswegen werde ich jetzt einfach mal anfangen. Bei den Maps, genau. Schauen wir mal, oder gibt es eine neue Modi? Nein. Ah, okay. Ne, das gibt's, das ist so wie immer. So, gibt es eine neue Map? Ich denke mal auch nicht. Nee. Alles normal. Okay. Schade eigentlich. Oh, Moment. Ah, oh, was ist denn das hier? Wow. Toy Garden auf eine dunkle Basis. Ja, das ist ja mal. Das ist ja mal interessant. Das sieht ja mal cool aus. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal spielen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Toy Garden mal auf Nachtmodus. Toll. Also, schöne Idee. Vielleicht spielen dann jetzt mehr Leute. Was mich jetzt auch übrigens echt total verblüfft, dass so viele in einem P-Kapsel gewinnen. Auch schön. Okay, dann haben wir jetzt die Map und so mal rausgefunden. Was gibt es denn noch Neues? Inventar habe ich wahrscheinlich nichts Neues. Okay. Schade. Hätte mich auch freuen können, wenn da was Neues drin wäre. Ja, dann gucken wir mal in den Shop rein, oder? Okay. Jetzt sind die Waffen alle so eingerichtet. Aha, okay. Was Neues gibt es jetzt leider nicht, aber das Inventar hat sich ja verändert. Ja, könnte, also ist in Ordnung, müsste aber für mich jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin es halt jetzt gewohnt, dass man ständig mit der Riffle, ne, mit der, also Nahkampfwaffe anfängt, aber ja, gut. Wenn es so sein soll, dann soll das so sein. Slappy Hand. Okay, gibt es sonst irgendwie was? Nee. Sets gibt es ja auch nichts. Parts. Okay, Leute. Ist das hässlich oder ist das hässlich? Oh Mann. Also. Übel. Da fällt mir kein anderes Wort zu ein. Das finde ich echt grauenhaft. Uiuiui. Okay, was gibt's denn noch so nice? Hier scheint auch nichts Neues da zu sein. Oh yeah. Gehen wir eine Runde fliegen. Ah, hier scheint aber auch nichts so Gutes zu sein. Oder irgendwas was Neues. Okay. Die Bälle kennen wir ja schon mittlerweile, aber ja, okay. So, Items. Oh, jawohl, jetzt gibt's was Neues. Was ist denn das so Schönes? Boxfaces of Naomi, Boxfaces of Pandora und Boxfaces of Kai. Aha, okay. Das sieht ja mal echt interessant aus. Okay. Ganz ehrlich, wer will so ein Affengesicht haben? Das will sollte eigentlich ein Affe hinstehen. Also Affe-Wort hinkommen. Das gefällt mir. Amazed Green Fairy Face. Ja, das gefällt mir echt gut. Was gibt's denn sonst noch so? Ja, und ansonsten sind die Gesichter anscheinend nur für 7 Tage. Okay, wir sind erst noch hier. Pandora hat genau das gleiche, oder wie? Sieht auch lustig aus. Okay. Was gibt's noch so?
Face. Lol. Hey, nee, jetzt nicht. Nicht während der Aufnahmen. Okay. Das sind schöne Gesichter, aber ja, mein Fall ist es nicht, denke ich mal. Also ich denke mal, ich werde mir jetzt in der Zeit keine von diesen komischen... Ah, sag mal, was ist denn jetzt los? Heute geht's ja richtig ab. So, und ansonsten, halt, wir waren ja noch hier oben, gibt es jetzt neue Boxen. Und zwar kosten... Nein, Theo, ich möchte nicht mit dir spielen. Man kriegt MP anscheinend wohl, bis zu 10.000, okay. Und man kriegt eine Waffe. Ich schätze mal eine Unlimited, also die hier. Und die hier. Und dann die... Nein. Und diese Waffen. Oder man bekommt Batterieaufladung, 5000 MP und 3000. So, jetzt, Moment. Kriegt man MP... Puh, das ist jetzt die Frage. Kriegt man zusätzlich dazu MP und noch entweder das oder das? Ist mal interessant. Aber okay. Ansonsten gibt es jetzt nichts Neues. Ah, das wurde jetzt auch so reingepackt wie sonst was. Okay, alles klar. Das ist doch mal schön. So, Kapsel. Gibt es da was Neues? Mhm. Neue. Oh, Jungs. So. Ja, Sales mal wieder. Ja, aber Neues gibt es jetzt auch nicht wirklich. Oder? Okay. War die nicht noch gerade irgendwie im Sale? Ah, das ist die Coin-Kapsel. Ah, ach so, das ist jetzt... Ach so, ist das jetzt. Okay. Übrigens, was ich auch noch dazu sagen will. Eklig. Ihr geht. Geht auf keinen Fall. Also, puh. Genauso. Und, hallo? Wer kapselt auf sowas? Für diesen Preis hier, also geh mich erschießen, ohne Witz, ich meine das ernst, also das ist ja okay, ich glaube, dann habe ich jetzt alles gefunden, oder? Shop. Ah, Coupon Shop. Gibt's hier was Neues? Okay, das Inventar ist jetzt auch hier neu überarbeitet. Alles klar. Aber es scheint auch keine neue Waffe zu geben. So wie sie eigentlich angekündigt war. Was gibt es sonst? Sets? Parts? Accessories? Okay, schauen wir mal bei anderen Charakteren. Ja gut, das gibt's so wie immer. Oh. Okay. Also, stolzer Preis für eine Rüstung, die sogar noch nicht mal so gut aussieht, meiner Meinung nach. Jedem seine eigene Meinung, aber ja gut, wer diesen Preis ausgeben möchte, viel Spaß. Ich bin nicht dafür. Aber Moment. Nein. So. Holy shit. Oh. Das ist echt verrückt. Okay. Was gibt's sonst noch? Bei Chip vielleicht? Ups. Oh. Warum sind auf dem Chip Parts Sales? Kann man die Firma kaufen? Nein, kann man nicht. Schade. Oh, was Crack? Colonel Crack, so rum war's. So, was gibt's denn hier bei dir? Bei dir gibt's leider nichts. So. Naomi? Ja, bei Naomi gibt's auch was. Also da muss ich sagen, das gefällt mir echt gut. Das sieht total süß aus. Naomi, Huda, gefällt mir. Aber trotzdem viel zu viel. Vielleicht hat man ja Glück und gewinnt hier so in der MP-Kapsel hier ein bisschen was. Aber ja. MP. Ich meine RT-Kapsel. So rum was. So, okay. Ja. Gut. Dann denke ich, war das auch. Gibt's bei Pandora vielleicht noch irgendwie so neue Sachen? Parts? Nee, gibt's nicht. Hippo. Ja, was gibt's hier so? Oh. Also ich sag dazu mal nix. Hippo? Hippo? Also Nox? Also
ist das bei jedem jetzt so, dass man da so mittlerweile Parts bekommt? Das ist schon mal interessant. Ich glaube, bei Simon gibt es eh nichts. Es ist ja die allerletzte Hoffnung. Das wäre übrigens cool. Ich glaube, das wäre richtig cool, wenn bei dem irgendwie so ein abgespaceder Mega-Shit als Coupon-Set oder Parts geben würde. Das würde mich auch mal interessieren. Wäre natürlich auf jeden Fall mega nice, so hier so mit dem neon-leuchtenden Freak hier so. Ja, so hier so mit der Waffe. Ich habe jetzt leider keine andere, aber die passt, glaube ich, irgendwie dazu abgespaced und hier so ein bisschen neongrün dazu und hier so eine abgespacede Sniper. Und die Gatling haut ordentlich rein, die passt sogar hier. Ah, da befehlen mir auch nicht immer alle Waffen. Alles schlecht, alles klar. Ja, läuft bei dir. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon durch. Ja, leider gibt es nichts so Neues, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es so neue Kopfhörerwaffen gibt. Leider gibt es nur neue, neue Ausrüstung. Ja. Naja, schade. Und ja, ansonsten gibt es eine neue Map, genau. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Gefällt mir mega gut. Also ich denke mal, das wird eine neue Lieblingsmap von mir. Was gibt's noch Neues? Academy? Nee. Also, da gehen wir vielleicht nachher rein. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Genau, was ich noch sagen wollte, da gibt es auf jeden Fall auf der Homepage, bei den Flaggen, gibt es jetzt auch neue Sets. Schaut auf jeden Fall mal rein, da gibt es die Piraten-Sets, die könnt ihr jetzt auch bekommen, statt den anderen. Und ja, das wollte ich auch noch sagen, das hat mir ja vorhin eine gesagt. Genau, dass ihr das auch nicht verpasst. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Ich hoffe, ihr seid auch nicht böse, dass es jetzt nicht so mit den Videos geklappt hat. So, alle gute Dinge sind zwei oder drei. Naja, jedenfalls hatte ich gerade ein kleines Problem. Microverse hat sich abgeschmiert und ja, tut mir leid dafür. Aber ich denke, jeder kennt dieses Problem. Ja, jedenfalls würde ich eigentlich schon zum Ende kommen und einfach nur noch sagen, die nächsten Videos werden wahrscheinlich ja, mit mir alleine sein oder halt mit einem anderen Freund oder je nachdem, Daniel wird leider noch nicht da sein, der ist ja noch im Urlaub. Und ja, ich denke mal, ja, ich werde auf jeden Fall mich ranmachen und weiterhin neue Videos für euch produzieren, auf jeden Fall, und ja, mal gucken, was so dabei rausspringt. Was ich noch sagen wollte, ist mein Fazit über das ganze Update jetzt oder über die Updates, die jetzt im Netz kamen. Ich bin echt enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir eigentlich was Tolles erhofft, so wie die ganze Gerüchte jetzt rumgehen, dass vielleicht irgendwie neue Kopfhörerwaffen so erscheinen oder komplett neue Sachen. Finde ich ehrlich gesagt schade, dass Microvolts jetzt irgendwie alles nur so kleine Patch raushaut, wie als wäre Microvolts irgendwie so ein Pre-Alpha-Spiel, wo sie jetzt immer wieder etwas kleine Patch rausbringen und irgendwie was verbessern, oder ich finde es halt so verschlechtern, das alles. Und ich finde einfach, ja, schade. Hab mich eigentlich gefreut, als ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, ja, es gibt ein neues Update, jawohl, cool. Ja, die neue Map ist toll, freue mich eigentlich darauf, aber zum Ganzen gebe ich der Sache kein gutes, ja, Feedback, weil ich finde einfach, ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, muss ich sagen. Und ja, naja, wir werden weitersehen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht wird es einfach nur alles vorbereitet auf so ein ultimatives Update, so wie das Trade Update zum Beispiel, wo wir jetzt alle warten. Aber warten wir das Ganze mal ab und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Also ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.